jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann können wir... Ah, hier ist gut, hier ist Wasser. Das bedeutet, hier geht es mal nicht weiter. Das bedeutet, wir können ja, in diese Richtung weiterziehen mit der Armee. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Tag der Abwehr ausbauen zum Lebensstollen. Und sollt werden gezahlt. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Kommt ja. Die am Rumheulen sind hier überall. Mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war kann nur mitspielen. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Angriff! Angriff! Sofort! So aber wirklich nur dank dieser Elitekriege konnten wir diese Schlacht wirklich so verlustlos gewinnen. Wie ihr befehlt. Also nennen wir es nahezu verlustlos. Und weil wir uns minimal mit dem Rücken zur Wand gesetzt hatten. Angriff! Angriff! Wir mussten es oder wir hätten von vorn anfangen müssen. Das wäre nicht der Wunsch gewesen. Einige Siedler haben nichts zu essen. Nicht effizient, ich weiß, aber es sieht schön aus. Ja! Also lasst mich. Jawohl. Lehm Berg weg, ja, macht. Normalerweise bin ich sehr zögerlich, aber macht. Sofort. Der Handel ist beschlossen. Schützen, Marschformation. Information. Bewege dich ein bisschen schneller. Attacke. Wir sind gerade nicht im Kampf. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja. Ein Handel wurde abgeschlossen. Gern. Bis in den Tod. Hm. Ich würde einen Quicksave in diesem Punkt anlegen. Ich fühle mich jetzt sehr sicher und wir können von hier aus viel weiter ausbauen. Ja, natürlich. Meine einzige weitere bestehende Sorge wäre wahrscheinlich Siedlungsplatz. Es ist Zahltag. Gern. Ausbau abgeschlossen. Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Natürlich. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle ich Bauern weiß, sind belegt. Aber wir stellen noch ein paar Ziegelhütten gleich hin, um auszuhelfen. Und diese Bäume, drum diese Bäume kurz mal weg. Und Gruppe 7, ihr könnt dann diesen Lehmhaufen übernehmen. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Handel sind alle durchgelaufen? Perfekt. Ich glaub ja, dass dann könnt ihr das Lehm einkaufen. Vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Fertig, Meister. Verkaufen wir 3000 auf 4000 Holz. Gewinnen durch 6000 Lehm und dann sind wir schon wieder glücklich. Wohnhäuser durchlaucht. Das ist zu viel. So. Ja! Natürlich, sofort. Das kann ich. Gut. Gut. Die Lage ist tragbar, würde ich sagen. Fertig, Meister. Auf diesen Baum. Natürlich. Zahltag. Bauplatz ist auch eine ganz schöne Katastrophe hier gerade, nicht wahr? Wenn's denn sein muss. Ich glaube, wir haben hier einfach ein Wohnhaus zu viel gebaut. Wir setzen nur einen Ziegelbrenner hin. Ja! Dann passt da nämlich den Bauernhof hin, dann geht das schon wieder klar. Gruppe 9. Ziegelbrenner. Jawohl! Und jetzt können wir uns in allem Frieden wieder aufbauen.
Jawohl. Wie ihr wünscht. Wohnstätten. Fertig. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Gar nicht da. ...Lichtung. Und habe Holz gefällt. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dachchef. Gut. Wenn's denn sein muss. Natürlich. Können wir uns endlich mal wieder vernünftig hier aufstellen. Feierabend machen. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Wollen wir die Schmiede von hier weg verschieben oder behalten wir die erstmal hier? Behalten wir die erstmal hier? Ich hab getan, was ihr wolltet. So, und ausbauen. Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Es ist Zahltag. Komm von hier runter. Das heißt, damit beim Weiteraufbau von ganzem Kram. Ist in Ordnung. Das kann direkt ausgebaut werden, weil wir natürlich unsere Schwefelgruppe auch hochprügeln werden zum Bergwerk. Dann setzen wir neben noch so ein Laboratorium. Da setzen wir jede Mine einmal und setzen zu jeder Mine noch ein Veredelungsgebäude dazu. Und dann werden wir glücklich sein. Fertig, Meister! Und da wir die ganzen benötigten Materialien dafür einfach gerade per Handel reinkriegen, also Lehm und Holz, ist das eigentlich alles tragbar. Ich überlege auch, ob wir noch einen vierten Nachwuchs daneben setzen sollten dafür. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Damit das besser geht. Ich glaube, das machen wir auch. Dachchef. Fertig, Meister. Eigentlich wäre hier der perfekte Platz, um die Marktplätze aufzusetzen. Und wisst ihr was? Der Ästhet in mir zwingt mich gewissermaßen dazu, dass ich die Marktplätze alle hier reinsetze, in dieser kleine Angelegenheit. Also machen wir das auch. Ich muss. Es gibt keinen Weg drumherum. Wird erledigt. Der Handel ist beschlossen. Ja, lassen wir ein bisschen Asymmetrie drin. Natürlich haben wir sie ganz genau so gebaut, dass die Bolzen jetzt verschwinden. Der nächste Einkaufshandel wäre wahrscheinlich da, Holz einzukaufen, ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Glaube ich. Was angebracht wäre, gemessen daran, dass wir ziemlich gar kein Holz mehr haben. Ja. Ihr wütenden Lehmhacker. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. An die Arbeit. Ja, wir kriegen gerade hauptsächlich Lehm rein. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. Ja, bauen wir die ganzen Marktplätze einmal. Über die ganze Lage, die wir gerade kurz bauen, gehen wir auf zu Marktplätzen. Und lassen die dann gleich arbeiten. Dann reißen wir die Marktplätze hier in der Mitte ab, weil die einfach hässlich sind. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wenn's denn sein muss. Und hier so am Rand stören die sowieso niemanden. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ja, Holz gefällt. Genau, Filmerholz. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der Dachchef.
Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Haben wir nicht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Was, wenn ich das nicht selbst spiele? Was dann? Ausgebaut. Was, wenn ich will, dass die Leute alle verhungern? Ausbau fertig. Fertig. Und Ausbau. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wie viel kriegen wir denn für 1000 Leben? Ach so, ein bisschen was. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Dann ist das der Handel, den wir eingehen werden. Und danach können die Marktplätze wieder weg. Zumindest diese drei. Die hier werden natürlich noch ein bisschen weiter Baumaterial für uns beschaffen. Das Gebäude und zwar ab jetzt. Ist ausgebaut. Nein, nicht Lehm einkaufen. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Wer oder was? Moment, irgendwo habe ich zu viel gehandelt, glaube ich. Ja, habe ich auch. Ich hab mich an einer Sache verrechnet. Dann machen wir halt einfach zwei halbe Handel. Ich bin sehr hungrig. Sorgt bitte für mehr Bauernhöfe. So, machen wir zwei halbe Handel, dann geht das schon. Gibt's. So, und dann hier. Steingrube, weil wir natürlich noch mehr Steine brauchen werden. Immer. Man kann nie genug Steine haben. Wird erledigt. Na gut. Und die Arbeit, Gruppe 9. Im Leben nicht. Gruppe 0. Komm zum Bauernhof. Gruppe 9. Baut das Wohnhaus. Dach, Chef. Wir erledigen das. Weil der Handel hier durchgelaufen ist, werden die hier abgerissen. Und dann läuft das alles. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, diese Türme können bleiben fürs Erste. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, ja. Ja, ist gut. Ein Ausbau hier. Ein Steinmetz. Hier drüben. Tut mir leid, aber das geht so nicht. Na gut. Setzt mein Wohnhaus hin, wenn es sein muss, von mir aus, aber. Eure Bauernhöfe. Derartige Verbrechen, die Menschen kann ich nicht akzeptieren. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja! Ein Handel wurde abgeschlossen. Moment, wir brauchen. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ja. So? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Und so. Das ist tragbarer. Und ausbauen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Fertig. Wir schweigen, wir arbeiten an den Bauernhöfen. Und Wohnhäusern. Ich bin fertig hier.
kann ich jetzt Feierabend machen. Jo. Und den ganzen zugehörigen Spaß. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ausbau vollbracht. Kommt ja nicht auf die Idee, die Lehmhäufchen. Die Schuhe zu schieben, Lehmhäufchen klingen gerade super. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. So, wunderbar, dass wir da jetzt schon aufgehen. Ja. Runter zum Eisen. Dann müssen wir all die Tore hier mit Türmen sich. Und sobald wir das machen, werden die auch die Dampfmaschine angreifen und uns in den Wahnsinn treiben, nicht wahr? Bis dahin möchte ich unsere langen Bogenschützen aber lästen sind. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ausbau fertig. Und Steinmetzer. Ich bin müde. Ich kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Niemand weiß, wozu er seine Steuern bezahlt. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Das ist Spaß an Steuern. Dachchef. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Hand drauf. Ein Handel wurde abgeschlossen. Einer muss also noch, verstehe. Ihr könnt aber schon mal weg. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau abgeschlossen. Mehr als 4 Marktplätze ist eigentlich Overkill für uns. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Handel bestätigt. Ja, das ist plausibel, würde ich schätzen. Kaufen wir 2000 Holz pro Marktplatz, dann ist das gut. Na klar, mit mehr Marktplätzen kriegt man natürlich viel mehr raus. Aber wozu? Wir wollen es ja nicht maßlos übertreiben. Steinmetze, also verbesserte Steinmetze. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Geschafft. Fertig. Das kann ich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Hier könnten wir freiräumen für ein paar. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Für ein paar. Nicht auf die Idee, Schmieden oder für eine Schmiede. Schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Und hier weiß ich, dass ich einen Schießplatz stehen haben möchte. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Da habe Holz gefällt. Und dann haben wir den. Bringt uns die Schützen hier runter. Und der bringt die Schützen aber nicht zu nah darunter. Kommt hier ist gut. Nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten. Ich habe gerade das spontane Verlangen, eine Kapelle aufzubauen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Das ganz dringliche Verlangen, eine Kapelle aufzubauen. Der Leibeigene halt nämlich nicht die Klappe. Sofort. Na gut.
Gruppe 7 seid eigentlich vollkommen am Arsch. Hier, unten. Holz. Schweig. Ruft eure Leibeigenen zu den Waffen. Sie werden sich am nächsten Militärgebäude mit Waffen und Rüstungen versorgen und euch als Miliz dienen. Ich kann das. Nein, ich will gerade keine Milizen ausheben. Ich habe eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann können wir los. Bevölkerungsplatz erreicht. 25 kriegen wir noch rein und dann gucken wir blöd. Alle Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler.